Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play City Skylines 2. Wir sind gerade dabei, unsere Bilanz ein wenig aufzubessern. Ich kann nochmal das Radio wieder Shortages anmachen. in the city's fresh water supply. The public should be aware that we are struggling to get the situation in hand. This has been a local Fresh public Water service announcement. Supply. Wir haben eine Top-Verfügbarkeit. Und auch die Abwasserbehandlung. Wahrscheinlich melden die das, sobald es nicht mehr auf Anschlag ist oder sowas. Oder haben die Rohre eine Durchflussrate? Nein. Nun, wachsendes Städtchen. Und damit hat sich unser Geldproblem fürs Erste erledigt. Weil wir 1,4 Millionen bekommen haben. 6 Entwicklungspunkte und 8 weitere Felder, die wir kaufen können. Das hier würde ich ehrlich gesagt noch nicht wirklich machen. Weil Zug kann ich zum Handeln nehmen. Okay, auch der untere Bereich hier. Mit Flughafen und so weiter. Aber Straßenbahn und U-Bahn ist nur stadtintern. Und aktuell haben wir keine Straßenprobleme. Irgendwas wollte ich haben. Wir haben 7 Punkte. Ich weiß, irgendwas wollte ich haben. Ja, Strom, hier Geothermie oder Solar. Hydroelektrisch bräunlich. Ich. Solarzellen erzeugen Strom durch Sonnenlicht. Strom wird tagsüber in Batterien gespeichert und nachts ins Netzwerk eingespeist. Hängt von den Wetterbedingungen ab. Keine Verschmutzung. Nehme ich die beiden. Und hier haben wir jetzt noch Textilanbau. Na, so nah ran, so mag das Spiel nicht. So. Na, das Feld würde ich eigentlich gerne hier noch ein bisschen erweitern. Das hier. Wunderbar. Gesundheitsfürsorge, was sagt die Gesundheit? Das Krematorium kommt nicht mehr richtig hinterher. Das Straßendepot, hier hinten haben wir es. 10 Angestellte, 27% Effizienz.
Und noch hinterher, ich brauche erstmal einen Bilanzplus. Oh, es wird Herbst. September 23. Ein Monat entspricht 24 Stunden. Okay. So, was sagt unser Parkplatz? Parkt immer noch keiner. Bedeutet... Parkgebühr wird erhöht. Zahlreiche offene Stellen, das ist gut. Kann ich hier sehen, wie viel Freizeit die haben? Okay, wir haben halt null Parks. Eine Sandkiste, eine Rutsche und den Spielturm für Kinder aller Altersklassen. Okay, da ist so ein Riesenpark hier. Der ist wieder eins zu groß. Der ist zwei zu klein. Können wir hier noch irgendwo was hinsetzen? Den dort zwischen. Kann so ein Park hin. Jetzt wird die Bilanz wieder runter. Warten auf Kranken- und Leichenwagen. Weitere Patienten zusätzlich Krankenwagen. Eine Tankstelle. Das ist aber echt eine kleine Tankstelle. Ich darf nicht so dicht reinzoomen. Kann ich das noch ändern? Grafik. Erweitert. Ich hätte gerne bei... Zoom. Okay, finde ich jetzt nicht. Dann ist es egal. Ich immer nordamerikanisch rein. Ja, hier vorne fangen sie gleich an mit bauen.
Leider werden die hier nicht wie ein bis 1 so schön hochgezogen. Man sieht einfach nur den Kran, wie er sich da ein bisschen am Drehen ist. Und wahrscheinlich macht es gleich flupp und das Haus ist da. Damit. Das Spiel ist leider Gottes immer noch in der Entwicklung sozusagen. Werden zwar immer mal Updates rausgebracht. Was war das jetzt? Achso. Es dämmert. Und zack, ist das Haus fertig. Hohe Miete. Miete, das nötige Geld aufzubringen. Möglicherweise eine höhere Zonendichte oder eine andere Zonenzuweisung. Sollen sie umziehen? Bettelarm. Würde ich einfach sagen, wie machen wir es am besten? Hier unten oder so? Schöne Wasserkante. Ich überlege gerade. Wir könnten. Ich könnte vor allem einfach die Felder hier so kaufen. Hier ist hier eine Schienenanbindung und hier drüben eine Straßenanbindung. Ich werde es einfach ausprobieren. So, dann kann ich hier die Straße durchziehen. Würde ich hier halt den Fluss so weiter durchziehen. Problem ist 17 von 13. Que bon, as they say. And an aria inspired by the infamous Vivaldi shall be our guide. So, hol ich mir das. On to our main feature story. The commercial district is booming, as the area is attracting more high-end stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Java mate, or so my wife tells me. That's good for business and good for the community. Thanks, Jim. We'll be back after this. Industry in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boat. There's no sinking this boat, Glenda. Dann würde ich einfach mal sagen. Tut mir leid, aber das hier muss weichen. Das hier muss ich dann wegreißen, wenn ich das Feld hier kaufe. Okay, das hier ist wahrscheinlich dann Autobahn oder sowas. Hier in die Schnellstraße ist das. Genau. Ich nehme das hier einfach nochmal weg.
Damit kann ich zwar jetzt keinen Strom mehr exportieren. Okay, hat einfach nur Submini gerade nicht so geladen, wie es sollte. So. Jetzt haben wir nur das Problem. Handel von Dienstleistungen. Okay, wir scheinen immer noch zu exportieren, obwohl es nicht mehr verbunden ist. Na gut. So, das muss ich dann mit den nächsten Feldern holen. Also an Feldern brauchen wir... fünf. Wie viel bekommen wir beim nächsten? 9. Das passt. Ich habe ein Kabel ein bisschen im Weg. Das ist nervig. Macht sich besser. So. Komme ich immer mit der Maus ran. So, Schnellstraße. Linie. Hätte ich gerne etwas geschwungener. Damit sieht das nämlich etwas besser aus. Dann würde ich gerne von hier auch einen ganz kleinen Winkel. Dann nicht mehr doppelt, sondern mal einzeln. So. Das ist meine Schnellstraße. Jetzt brauche ich noch eine Abfahrt. Würde ich mir halt gerne sowas hier bauen. In der Richtung. Obwohl, dafür brauche ich wahrscheinlich... Nein. Kann ich hier bei Straßen... nicht. Ach so. Das schalten wir hier erst frei. Hier Anschlussstellen.
Genau, Anschlussstelle brauchen wir dafür. Das wären nochmal 6 Punkte. Aber wir bekommen 7, das ist gut. Das heißt, ich muss jetzt erstmal manuell bauen. Und ihr könnt hier rausfahren. Da kann ich auch mal auf dreispurig erweitern. So. Dann haben die hier ihre Abfahrt, weil so ist es in Deutschland ja auch geregelt. Man hat die zweispurige Autobahn und dann kommt die Abfahrt. Dann können sie hier runterziehen. Wenn ihr wollt. Dann möchte ich gerne hier hoch. Und hier wieder runter. Und dann wird es hier zweispurig weitergehen. Ich nur die hier ein Stück verschieben. Naja, ja, kann man so lassen. So, damit kommen sie schon mal in die Richtung. Auch wenn ich halt gerne wirklich so eine Kleeblattkreuzung hier gebaut hätte. Aber das können wir, wenn ich es hier richtig sehe, ja, so ein T-Stück oder Y-förmig, wie auch immer. Ja, sowas, Kleeblatt. Aber dafür brauche ich halt Anschlussstellen und das kriegen wir doch nicht. Gut. Ich würde aber auch gerne von hier okay, in die Richtung ist halt jetzt gerade dämlich, dass ich das überhaupt gebaut habe. Weil alles, was ich gerade möchte, ist, dass die Leute halt von der Autobahn aus Abfahrt.
So, da kommt aber nicht mehr die Straße hin, sondern die hier. Kommt, sag ich mal, ab hier dann hin. Jetzt eigentlich gerne hier an das Hauptnetz ausrichten. Am Hauptnetz ausrichten. Da wäre das jetzt nämlich schräg. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. Der Straßenzustand ist top. The channel where the classics never grow old. Ich habe kein Stück Straße, was scheiße ist. The commercial district is booming as the area is attracting more high-end stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Jarva Mate, or so my wife tells me. That's good for business and good for the community. Thanks, Jim. We'll be back after this. Industry in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boat. There's no sinking this boat, Glenda. So baue ich das dorthin. So ein bisschen hieran ausgerichtet. Ist zwar nicht perfekt. Ich würde es halt wirklich lieber hieran ausrichten, aber das geht halt nicht. Hier bin ich außerhalb. Und so darf ich nicht. Obwohl, was ich machen kann. Ist das Ganze so ausrichten. Dann richte ich es hier ran aus. Dann muss ich nur hier noch mal kurz das Ding wegnehmen. Gleiches dann hier. Obwohl, hier kann ich ja wieder ausrichten. Ja, 100% perfekt wird es nicht, aber das sind 90 Grad. So, haben wir hier ein schön großes Feld. Und dann kann die Schnellstraße. Okay, hier ist 80. Ich hätte hier gerne einspurig. Ah. Das wollte ich nämlich eigentlich nicht. Ich will ja schon meine Schnellstraße behalten, meine einspurige. Und ich glaube, ich muss die hier aus so. Und dann wechsle ich auf die normale Straße.
die ich heranhaben möchte. Und dann wird von dort aus eine Straße so lang gehen. So. Problem ist, wir brauchen jetzt immer noch einen Ausgang für den Bereich. Die kommen jetzt bislang nur rein. Aber das kriegen wir auch noch hin. Ich bedanke mich auf jeden Fall erst einmal fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!